Nun, will mich hier begleiten in den Boron-Tempel oder soll ich es alleine versuchen? Oh nein, ich mache mich nicht gut im Angesicht von Leichen. Hättest Naja, ich würde ja gerne mitkommen, aber ich kann nicht wirklich laufen. Ich könnte versuchen, mit den Boroniten zu reden, sie zu befragen. Denn sie haben die Wunden bzw. die Leichen sicher auch gesehen. Ihr müsst natürlich betrachten, wenn ihr eine scharfkantige Frage nach dem Leichnam stellt und dann jemand in die Leichenhalle einbricht, um sie zu untersuchen, wird man dies zweifelsohne euch anlasten. Ja, das ist das Problem. Also es ist beschlossene Sache. Wann soll ich diesen Versuch starten? Heute Nacht? Ich denke, dann ist es vielleicht am besten, oder? Die Zeit rennt. Je schneller wir der Sache nachgehen, desto besser. Nun gut. Dann werde ich mir eine entsprechende, ja, Verkleidung borgen müssen. Ich werde einmal mit unserem, ist es ein Bohrengeweih? Das war kein Bohrengeweih, das war eine Italienerin, oder? Oder? Bruder Etelius ist noch ungeweihter. Warte, haben wir Okay. den noch? Bruder Etrilius Die ist sind. tot. Au. Wann ist Etelius gestorben? Das war euch allen scheißegal. Wann ist Etelius Ich weiß es auch gestorben? nicht mehr, deswegen. Bisschen Schwund Ihr ist habt im Ich zwei meine, schuldig im Sinne Terboniten. der Anklage, apparently. Aber wann ist Okay. Etelius gestorben? Jedenfalls nachdem er Aviander aus dem Totenreich zurückgeholt Ah, hat. right, weil daran erinnere ich mich noch. Gibt es vielleicht doch trotzdem noch eine Kutte von ihm Auf einfach? dem Geisterschiff. Alright, ist das nicht irgendwie offscreen verreckt? Like für mich offscreen? Ich glaube, Rafim hat ihn noch aus dem Wasser gefischt, aber er war tot. Ja, aber da war ich halt nicht bei. Ich So, glaube, zählt das Rafim war offscreen? irgendwie mitschuld. Ich habe da so ein ungutes Gefühl im Das kann ich mir Hinterkopf. nicht vorstellen. Ich erinnere mich an nichts, aber so kann Bist du es nicht nicht auf ihn passiert sein. draufgesprungen? Also Ah, ich prinzipiell. weiß, der Geist hatte ihn als Geisel und Rafim hat gesagt, YOLO, ich steche den Geist trotzdem ab. Wow, Junge, Auch das kann ich mir wow. nicht vorstellen, dass So das so viel zu passiert. deinem Mal wieder Sinn. eine absolute Raumtemperatur-IQ-Aktion. Nun gut, gibt es noch eine Robe von Ithilios an Bord, die mich kleiden könnte, um unauffälliger zu Junge, wirken? hast du kein Akkuratum? Ja, aber wenn man eine Robe, eine Originalrobe hat, dann ist doch die besser als jeder Also er ist nicht ausgezogen und nach Janka geschickt, sondern er ist gestorben. Also da hat keiner hinterhergeräumt. Das liegt Also, wahrscheinlich bei haben wir Netja. noch. Bei Netja, die Proprezeptorin hat das dann höchstwahrscheinlich verwahrt. Dann würde ich mal zu Nietzsche gehen. Entschuldigt mich, ich habe zu tun. Und wo dann zu Nietzsche gehen? Ich bin mir ziemlich sicher, als allerersten Akt eine Leiche zu fleddern, ist nicht das Beste, was du tun kannst. Oh, Abel Mialo. Schön, dass ihr mich Ha. mal wieder besucht. Hallo, ihr habt noch die Hinterlassenschaften von Etilius und. Ja, habe ich. Nun könnte ich mir seine ja, Sachen für eine kurze götterfällige Mission ausborgen. Ihr wollt gar nicht zu mir? Nun ja, warum sollte ich zu euch kommen? Ich hatte mich schon gefreut, dass ihr an die Tür klopft und Ah. wir vielleicht ein paar Geschichten austauschen können und ich kann euch etwas aus Büchern vorlesen oder etwas anderes. Vielleicht könnten wir das auf heute Abend verschieben. Ich habe ja noch etwas Wichtiges vor. Ja, schaut dort unter dem Bett nach. Ah, vielen Ich Dank. hatte es alles in einen großen Koffer getan und noch nicht die Zeit gefunden, es in Janka rauszuräumen. Ich hole mal die Truhe vor, packe sie irgendwo hin, dass ich sie öffnen kann und würde dann mal rumsuchen, bis ich die Robe gefunden habe. Ah! Ihr hattet Kontakt mit einem Drakoniter hier, das ist doch auch schön. Ja. Was? Ja. Und streiche die Robe so ein bisschen glatt und schließe die Truhe wieder. Was sagt ihr? Drakoniter? Ja, ihr wart bei einem Boron-Tempel, wo ein Drakoniter euch getroffen hatte. Ihr hattet ihm erzählt, dass ich hier an Bord bin und er hatte sich so lange mit mir unterhalten. Das war wirklich schön. Ja, bestimmt. Und konntet ihr etwas Erleuchtung finden aus eurem Gespräch ziehen? Aber es geht doch nicht immer um Erleuchtung, es geht doch manchmal nur um das Gespräch selbst, dass man ein Gespräch führt. Ach, wirklich? Aber ihr seid nicht ganz bei mir, oder? Also schon im Raum, aber Ja, ihr nein, seid eigentlich gerade ganz woanders. ich finde, ein Gespräch sollte immer zu beider Seiten Nutzen sein. Wissen herauszuziehen aus diesen Gesprächen.
Ja, wir unterhalten uns zwar, aber es ist kein wirkliches Gespräch, auch wenn wir uns unterhalten. Aber ich möchte hoffen, dass die Dinge, die ihr mit der Robe eines Toten anstellt und vor allem mit der eines Boron-Geweihten, dass ihr keinen Unfug damit tut. Die Götter beobachten euch, gerade auf Natürlich, dieser Reise. natürlich, natürlich. Es ist eine göttergefällige Queste, könnte man sagen. Das möchte ich für euch hoffen. Es muss Unrecht geklärt werden. Dafür benötigt diese Robe. Aber mir, ich wünsche euch viel Erfolg. Wir sprechen uns heute Abend noch einmal. Ich habe es nicht vergessen. Ich möchte nicht, dass ihr das nur tut, um mich zufriedenzustellen, sondern ihr müsst es selber wollen. Natürlich. Ich würde lieber nicht mehr mit euch sich zu unterhalten. Ihr seid die letzten Wochen nie runtergekommen und nun plötzlich könnt ihr es kaum erwarten. Nun, ich hatte viel zu tun. Ich habe immer noch viel zu tun, aber für euch nämlich mir habe ich mir fest vorgenommen, heute Abend Zeit. Viel Erfolg. Ihr könnt ja schon einmal den Tee vorbereiten für den Abend. Ich werde hoffentlich nicht allzu lange weg sein. Viel Erfolg. Ich tapp anscheinend immer ein Fettnäpfchen, aber egal, ich schließe die Tür hinter mir. Ja, dann. Ah, hier habe ich die Robe. Sie war sehr kooperativ. Sie ist ein wenig leutselig, nicht wahr? Sie erinnert dich ein bisschen an Witwe Prutz. Ja. Autsch. Basti, das ist ein mieser Trick. Witwe Prutz macht den Tee halt selber und die Kekse. Nietzsche Du lässt das in wirkst der ja oder nicht Kombüse hier, um dir machen. dafür vors Schienbein zu treten. Ja, aber mir, was ist denn dann jetzt dein Plan? Nun, ich werde diese Robe anziehen, mich vor in die Nähe dieses Boron-Tempels transversalisieren und nun dann einen Zauber wirken, der mich weiterhin unauffälliger macht. Es ging zwar in letzter Zeit einiger Zauber schief, aber er sollte klappen. So, Capitania, wie sieht Plan B aus? Ich Unter würde der Annahme, eigentlich. dass wir die Fälschung von Beweisen unter Plan C verbuchen? Ich finde, sein Plan klingt gut. Es ist verständlich. Ich zweifle nur an der Machbarkeit der Ausführung. Nun, er wird auf jeden Fall unsere Verfolger auf diese Art abschütteln können. Oh, zweifelsohne, zweifelsohne. Nichtsdestotrotz, wie ist Plan B? Haben wir die hier verbleibenden Möglichkeiten, noch etwas herauszufinden? Mir scheint aktuell die Leiche der einzige Ansatzpunkt zu sein. Dem muss ich unglücklicherweise zustimmen. Wir könnten natürlich versuchen, die diversen losen Fäden des Marix-Apparates ein wenig unter Druck zu setzen und zu sehen, was passiert. Aber ist dies den Aufwand wirklich wert? Und das Risiko, meint? Vermutlich nicht. Gut. Dann setze ich auf das Gelingen von Abel Mirs Plan und hoffe, dass er mit neuen Erkenntnissen zurückkommen wird. Ja, ich habe zwar Zweifel, aber mehr, aber du kriegst das schon hin. Nun, wir werden sehen. Was kann schon passieren? Ich kann im Gefängnis landen. Da werden wir euch dann doch wohl einigermaßen hinausbekommen. Es Ja, klopft an und der dann sind Tür wir wieder so weit wie zu Beginn und die unserer Tür wird Reise. aufgemacht. Ihr könnt eure Safnige weitererkennen, wie sie in der Tür steht, und euch einmal zunickt. Die Prinz Amerit ist in den Hafen eingelaufen. Das wohl. Wunderbar, dann werde ich mir die Zeit nutzen, um mit Peliope von Rathmos zu sprechen. Gut. Das wollte ich nur einmal sagen. Soll ich mitkommen oder soll ich hier bleiben? Ihr könnt mich gerne begleiten. Und wir sollten wohl auch ein wenig Geleitschutz mitnehmen. Meint ihr, die Straßen sind gefährlich geworden? Ja. Dann Das nehmen wir Geleitschutz mit. Haus Marex ist uns nicht unbedingt wohlgesonnen. Nehmen wir das Schützenregiment mit. Gebt mir noch einen Moment.
Ich hole euch dann ab. Ja, damit geht sie wieder nach draußen. Gut. Ich denke, wir haben keine große Wahl, als uns für Praia Dania einzusetzen, oder? Die Alternativen sind, naja, Pest und Cholera. Und so. Mir erscheint es, als wäre die Frau von angemessenem Tatendrang erfüllt, den wir praktischerweise in eine passende Bahn lenken können, wenn wir entschlossen und vor allem zügig handeln. Genau an diesem Punkt hatte ich Zweifel, ob wir ihren Tatendrang in die richtigen Bahnen lenken können. Aber nun ja, dafür ist Pelliope von Rathmos hier. Und alles, was ihr tun müsst, ist ihr ein angemessenes Ziel zu präsentieren und den Rest macht sie von selbst. Das ist ja das Schöne an der Sache. Ja, und ich glaube auch, dass es jetzt zu spät ist, um noch einen Rückzieher zu machen, denn wir wollen es uns keinesfalls mit den Araniern verscherzen. In dieser... Verzeiht. In diesen Umständen bin ich nicht so drin. Ich verlasse mich davon an ganz auf euer Urteil. Gut. Dann, Abelmir, mögen die Götter mit euch sein? Gutes Gelingen? Gut, Kollege. Ich werde mich jetzt noch etwas umkleiden müssen. Diese Rüstung und der Säbel passt wohl nicht zum Aufzug eines Bohrengeweihten. Natürlich. Ja, dann muss ich mich mal aus dem Raum begeben und mich in meine Kabine geben und mich umkleiden dementsprechend. Ich würde auch überlegen, gibt es Tageszeiten, zu denen Gläubige normalerweise in einen Bohrentempel gehen? Wahrscheinlich abends zum Abendgebet. Bohrenstunde, ne? Bohrenstunde, die ist zweimal am Tag. Zur 11. Stunde jeweils, glaube ich, oder? Ja. Ja, dann würde ich mich zur 11. Stunde... Welche Uhrzeit haben wir denn jetzt überhaupt? Sehr grob, meine ich. Ich habe eine Uhr. Also, wir hatten es früh morgens, als ihr bei Polygon einbestellt worden seid. Das wird jetzt irgendwie, ich sag mal, 9 Uhr morgens sein. Gut, dann würde ich mir Zeit lassen. Ich würde kurz vor der 11. Stunde eine Ignoranz auf mich wirken und dann den Transversus aus dem Stab auslösen. Okay, warum gehst du nicht zu Fuß? Warum? Das ist die richtige Frage. Warum? Es ist schwer und der will nicht. Genau. Mhm. Außerdem erregt mich wahrscheinlich wenig Aufmerksamkeit, wenn ich durch die Straßen halte, wenn jetzt dann ein Bohrengeweih davon Bord spaziert. Mhm. Können Sie 20 Kilo heben? Ja, das kommt drauf an. 20 Kilo wovon? Ja, dann hätte ich hier Ideen zu. Dann löst doch mal deine Zauber aus und wirke sie und. Währenddessen würde einfach da reinschleichen. Und er käme mit 2 Bohrengeweihten, einen unter jeden Arm geklemmt, wieder raus. Würde sagen, hier sind die beiden. Und Sulamit würde ihn angucken, würde sagen, was soll ich denn mit dir? Er sagt, du wolltest doch Bohrengeweihte. Ich sagte, nein, die Leiche. Sorry. Raphim darf mir nochmal eine Konstitutionsprobe würfeln. Um ja. Die erste Wunde zu schließen. Hat eigentlich keiner von uns Heiko eine Wunde? Gerade so, ne? Ist es erschwert? Ja, also ist erschwert und den Wundmodifikator. Ja, ich habe eine Erleichterung, glaube ich, um 3 durch meine Heilung, aber ich glaube, das reicht trotzdem nicht, oder? Weil ich 3 Wunden habe. Modifikator für oder Wunde, nee, 2 dritte ich Wunde in der Brust ist... Ich habe noch 2. Noch 2? Mhm. Das steht hier nicht. Wo ist mein Wundversorgungsspickzettel? Schön, dass du sowas hast. Also die erste war durch meine Liturgie weg, aber dafür hat er keine Lebenspunkte gekriegt, was die normale Wirkung wäre. Spickzettel, Wundversorgung. Okay, die dritte wäre... 15 gewesen. Okay, dann ist die zweite. Du wirst es nie wieder schaffen. Ist das richtig? Hier steht 15 drauf. Aber die zweite wird 12. Ja, das ist auch abartig. Also, okay, es sind Brust und Kopfwunden sind die Fiesen und Bauchwunden. Okay, die zweite ist um 12 erschwert. 12. Ja, nicht geschafft. Das habe ich nicht geschafft. Ich lege mich 2 Wochen Krüppel. Ja, natürliche Heilung ist halt auch nicht so krass. Der nächste Crit kommt bestimmt. Dann Abelmir transversalisiert, er tockt einmal mit dem Stab auf den Boden und du stehst vor dem Boron-Tempel, da irgendwo. Also ich würde mich wahrscheinlich irgendeine Seitengasse lassen, ja, ja. Die ich direkt vom Tempel irgendwie auftauche. Mhm. Ja, ich habe vorher den Ignoranz auf mich gewirkt. Ja, und hast eine Boron-Robe über. Genau, und ich würde dann leise vor mich hin murmelnd, Boron-Gebete murmelnd,
Ah, nee, Burger oder Murmel nicht. Sie schweigen. Bei jedem anderen Gott. Sie schweigen, Das ist in Ordnung. Er wird mir Gedenkenkopf zum Haupteingang gehen und betreten, aber. Ich meine, die anderen fahren auch ins Gespräch. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Als wäre es eine Selbstverständlichkeit, okay. Wir fangen vorher bei Zulamin an. Die ist gemeinsam mit ihrer Kaplanin und einem Geleitschutz über den Kai gegangen in Richtung der Prinz Amerit, ja? Ja, und ich würde auf dem Weg noch mit Havulgard meinen Eindruck von den anderen beiden Kandidaten teilen. Denn von der Admiralin hat sie ja selber schon einen Eindruck. Das heißt, der eine ist relativ kompetent, aber korrupt. Und der andere hat die Hoffnung verloren, ja? Ja, und hat außerdem wohl keine guten Chancen, Admiral zu werden, selbst wenn Praia dann ja ausfallen sollte. Nun, wenn wir genug Geld übrig hätten, würde ich sagen, wir drehen das korrupte Schwein um, solange wir es brauchen. Und dann werfen wir ihnen den Hain vor, aber... Ich möchte ihm keinen einzigen Batzen in den Mund werfen. Ja, ich würde von dem Geld auch lieber Schiffe kaufen. Außerdem ist da noch eine seltsame Sache. Er und Praia Danya haben widersprüchliche Aussagen getätigt, weswegen ihr Angriff, ich weiß nicht mehr auf welches Schiff, so furchtbar schiefgegangen ist. Und zwar behauptet sie, dass er ihr dazu geraten hätte. Also vermutlich hat er sich bestechen lassen und ihr deswegen schlechten Rat gegeben. Okay. Und das ist noch einmal eine ganz andere. Das wäre Hochverrat. Beziehungsweise Verrat. Wenn ich glaube, Hochverrat, da geht es dann nur um Kaiser und König oder so etwas. Aber das wäre auf alle Fälle Verrat. Nun, dass ihm das jemand anderes eingegeben hat, ist Spekulation. Aber so wie er sich sonst verhält, ist es, denke ich, nun ja, es liegt durchaus im Bereich des Möglichen. Tja, dann würde ich ihn links liegen lassen. Wie wäre es, wenn wir mit Hilfe von Pelliope die Admiralin wieder so fit machen wie möglich? Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist Hakon Sturmfels ein Freund von ihr, sodass er vom Konteradmiral zum Vizeadmiral befördert wird. Ich denke, er wäre auf jeden Fall eine starke Unterstützung für sie und würde gewiss auch wieder Hoffnung fassen, wenn er befördert würde und merkt, dass Schwung in die Sache kommt. Genau das meine ich. Also, wir müssen gar nicht alle drei absägen, sondern nur den einen, der aktuell in Führung ist. Wir müssen die Admiralin wieder auftauchen lassen, ohne das Gesicht zu verlieren, und den Konteradmiral zum Vizeadmiral befördern, wenn die Lücke geöffnet wurde. Ja, das heißt, wir müssen immer noch dem Vizeadmiral seine Korruption nachweisen, denn sonst gibt es, denke ich, keinen Grund, warum von Sturmfels befördert werden sollte. Nun, jedenfalls, Pelliope von Rathmos ist offenbar eine Freundin von Praia Danya. Und nun ja, ich hoffe, dass sie auf sie einwirken kann, dass sie nichts Unüberlegtes tut. Wäre gut. Okay, dann schauen wir doch mal. Wir sind gerade bei der Prinz Amerit gekommen. Seht ihr? Auf weiß, grüne Blätter und gelbe Blüten, das Haus von Aranien. Das wohl. Ja, du stehst vor einer Trireme, die doch dafür, dass sie das Flaggschiff der Aranier ist, relativ stolz jetzt hier gerade liegt. Es gibt natürlich noch einige Hafenarbeiter und auch Wachen, die sich das Ganze jetzt angucken, da irgendwie die typischen Geschäfte durchgehen. Aber du kannst auch schon sehen, wie die Kapitänin oben auf dem Achterdeck steht und dir zuwinkt. Also, beziehungsweise dich heranwinkt über die Reling hinüber. Ja, ich hebe ebenfalls die Hand zum Gruß und nähere mich, also würde auch an Bord gehen, um mit ihr zu sprechen. Ja, sie ist von kerniger Schönheit, möchtest du meinen, trotz ihrer 50 Jahre. Die sieht man ihr nicht an, aber sie hat trotz dessen auch einfach durch die Seefahrt, sie ist ihr so ein bisschen ins Gesicht geschnitten, möchtest du meinen, aber sie ist trotzdem hübsch,
Vielleicht nicht so wie eine Raya-Geweihte, aber so hübsch wie Effert einen eben dann machen kann. Effert mit euch, Kapitänin. Effert mit euch. Ich habe euren Brief bekommen. Ihr habt also gute Nachrichten für mich. Ja, schön, dass ihr kommen konntet. Ja, ich denke, es sind gute Nachrichten für euch zu hören, dass eure Freundin am Leben und in Freiheit ist. Das freut mich. Es wäre aus Sicht, in meinen Augen wäre es sehr ungeschickt gewesen, wenn ich sie und ihre Schiffe damals vor der Goldmorgen-Tarantel gerettet hätte. Und dann verschwindet sie einige Wochen später auch noch ein zweites Mal. Nun, unterhalten wir uns doch aber etwa dort, wo man uns nicht belauschen kann. Zumindest. Sehr gerne. Und oh, wie unhöflich von mir. Das ist unsere Bordkaplanin Habulgard. Das wohl. Effert mit euch. Swafnir mit euch. Dann kommt doch bitte mit nach unten. Ja, die Trireme ist etwas kleiner, aber trotzdem ein bisschen wuchtig. Du warst schon einmal in der Trireme, in dem Flaggschiff der Boron-Kirche von Alanfa. Das ist ein bisschen ähnlich aufgebaut, auch wenn es nicht so super prunkig ist wie in Alanfa, aber für Aranien ist das selbstverständlich schon einmal, dafür, dass das aranische Königshaus hier was präsentieren möchte. Das gelingt schon zwischen all den goldenen Ziseleien. Es ist halt kein schwarzes Ebenholz oder sowas eingebaut. Aber du kannst dich dann an einem Tisch sitzen lassen, der rund ist und wohl aus einem alten Steuerrad gefertigt worden ist. Ziemlich kunstvoll. Und sie setzt sich dann ebenso hin, nachdem die Tür geschlossen worden ist. Dann willkommen auf der Prinz Amerit. Ich gehe mal davon aus, dass ich keine weiteren Offiziere von mir hier haben möchte. Geht es doch um meine Freundin? Ja, ich denke auch. Wir können weitere Leute hinzuziehen, sollte es sich als nötig erweisen. Also, die Lage ist folgende. Wir haben Praia Danya befreit auf Rulat. Aber sie ist, wie ich schon geschrieben habe, in keinem guten Zustand. Sie hat einen Arm verloren. Der Schwarzoger hat ihn vor ihren Augen gefressen. Und nun ja, ihr könnt euch vorstellen, was das mit ihr gemacht hat. Kann ich. Sie war schon vorher in keinem guten Zustand. Aber sie hat sich so durchgekämpft. Und der hat sich jetzt weiter verschlechtert? Ich habe sie vorher nicht gekannt. Es mag auch Teil ihrer Persönlichkeit sein. Sie ist sehr ungeduldig, sehr unüberlegt. Alles geht ihr nicht schnell genug. Und nun, ich befürchte, dass man in der Stadt auch keinen guten Eindruck von ihr gewonnen hat. Nun, aber solange sie Antrieb hat, das klingt mir tatsächlich wieder nach der alten Admiralin. Oh also ja, wenn das auf jeden Fall. Diese Ungeduld, auf alle Fälle. Ich kenne sie nur, wie gesagt, schon etwas länger. Und diesen Antrieb hat sie vor allem in den letzten Jahren doch verloren, nachdem sie dann die Überbleibsel vom Knochenadmiral übernommen hat. Wenn sie jetzt wieder brennt, für egal was, dann trinkt sie noch Alkohol. So sagen es zumindest die Gerüchte. In der kurzen Zeit, da sie hier an Bord war, ist es mir nicht aufgefallen, aber ich denke ja. Ich habe ja nicht gefragt, was die Gerüchte gesagt haben, denn sie war jetzt wie lange beim Schwarzoger auf Rulat? Sicherlich mehr als einen Monat? Ja, ich glaube sogar zwei. Dann wird sie dort auf alle Fälle einen Entzug bekommen haben, sicherlich sehr unfreiwillige Natur. Ich glaube nicht, dass der Schwarzoger sie mit Alkohol gefüttert hat. Und wenn die Gerüchte in den Straßen und Gassen von einer Alkoholsucht künden, dann hat die auf alle Fälle stattgefunden. Davon weiß ich auch zu berichten. Aber ob das immer noch aktueller Stand ist, ist etwas ganz anderes. Nun, dann gilt es jetzt wohl eher, einen Rückfall zu verhindern. Das wäre ja etwas sehr Positives. Und nun seid ihr ja glücklicherweise hier. Wo befindet sie sich auf eurem Schiff? Nein, man hat ihr auf der Löwenburg Asyl angeboten. Bibernel Aibaburin kümmert sich persönlich um sie. Bibernel? Sehr gut. Dann wird sie sicherlich trotz des Löwenkellers keinen Rückfall erleiden. Zumindest nicht, wenn die gute
Bibernell sich um sie kümmert.